Radio Weser TV auf UKW 92,5 oder im Internet www.radioweser.tv. Das Allerschönste auf dem Bild. Sex, Geld und Radio Egelfeld. Radio Egel. Herzlich willkommen, Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Radio Egelfeld hier bei Radio Weser TV an einem Donnerstagabend um 19 Uhr. Da freuen wir uns. Wir, das sind nicht nur Andreas Jäger. Nein. Sondern auch Martin Mönnig. Ja. Und Matthias Holter aus der Sendeverantwortliche, der heute diverse Themen im Köcher hat. Feilen gleich, mit Spitzen auch. Und da freuen wir uns mächtig drauf, weil das Radio machen an sich ist ja keine Kunst. Aber das kann jeder. Geradezu. Ja. Und, ja. Muss man nichts für gelernt haben. Das nicht. Man muss nur eine Badekappe haben und ein Aufnahmegerät. Ja, man kann sich aber auch, wenn sich jemand mal fragt, wie geht das denn Radio machen, man kann auch bei Radio Weser TV fragen, ob man sich ein Studio leihen darf. Das kann man auch mit nach Hause nehmen zur Not. Das kann man sogar mit nach Hause nehmen. Das ganze Studio, quasi ein Taschenstudio. Das stimmt. Man kann sich aber auch eins kaufen, aber das muss man ja erstmal nicht. Wenn man sich seiner Sache noch nicht so sicher ist, kann man sich ein Studio auch leihen, mitnehmen oder aber dort hineinfahren und die Sendung dann produzieren. Als erfahrene Radiomacher haben wir natürlich ein eigenes Studio. Ja, inzwischen haben wir ein eigenes Studio. Ein mobiles eigenes Studio. Ja. Auf Tasche. Regelrecht auf Tasche. Ja, ein Taschenkadett. Ja. Das Radiomachen an sich, da kommen wir ja noch später zu. So, das wird eins unserer Themen sein. Ein anderes Thema steckt im Wortthema drin. Und ein weiteres Thema wird behandelt, eine Eigenschaft von mir, die einfach nicht abzustellen ist. Aber bis dahin reden wir nicht nur über mich und auch erst recht nicht über Martin, sondern über dessen Wunschlied, sein Wunschlied. Genau, und das ist nicht, wie Andreas vorhin ankündigte, DJ... Nein, der ab und zu in den... Licht, von der Bernhard Siegel schon sagte, da können Leute wie die und mir es gar nicht. Nein. Ja. Aha. So. Nein, das ist es nicht. Es ist Boy George, den alle noch kennen vom Culture Club und der ein bewegtes Leben hinter sich hatte. Und ich glaube, da waren auch einige, ja, nicht so ganz koschere Dinge im Spiel. Harte? Jedenfalls, ja, harte ist, auch. Ist der, nein, ich meine harte. Jedenfalls ist hat er sich gefangen, auch stimmlich, und er singt darüber, über sein bewegtes Leben. Er ist DJ. Er ist lange DJ. Er lebt also noch, okay. Ja, und seine Exzesse und alles, was dazugehört, und das tut er wundervoll, und das in der Stimme, die tatsächlich auch so gebrochen ist wie sein Leben. Ah. Boy George, King of Everything. Das war der Song von Boy George, gewünscht von Martin. Von Boy George, King of Everything. Mein nächstes Thema, das ich auch mit Bedacht gewählt habe, ist ein Thema, das mir schon lange nicht nur auf die Nägel brennt, sondern es nervt mich. Es muss raus? Furchtbar. Und zwar, kennt ihr das nicht auch? So diese Teeschwämme. Tee für alle Lebenslagen. Eine große Lebenslüge heißt das Thema. Wenn ich dann in einen Laden gehe, dann gibt es Tees, wie zum Beispiel Himalaya, nach dem Essen, Abend, Lebensfreude-Tee, Frauentee, Frauenbalance, Frauenpower, Detox-Tee, Wohlfühltee, klarer Geist, Atemtee, Halswärmer, Glückstee, Ruhe, grüne Harmonie, grüne Energie, grünen Morgen und Männertee. Um nur einige Beispiele zu nennen. Und ich möchte, und ich habe diverseste Sorten dieser Tees ausprobiert und die schmecken alle nach Kräutertee.
Und außer, da ist irgendwie so, so Süßholz oder Ingwer, was ja insgesamt richtig furchtbar ist, schmeckt das alles gleich. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, habt ihr da irgendwie Erfahrung in diesen komischen Teezirkeln sammeln können? Wenig. Ich trinke nur aus Friesenmischung. Wirklich nur aus Friesenmischung? Nein, 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 nicht nur. Aber ich halte es auch für einen großen Marketing-Gag. Ich habe erst gedacht, Tee für alle Lebenslagen, habe ich gedacht, nimm doch einen, kauf doch ein O oder so oder ein P. Ich meine, sie haben ja schon in der Sesamstraße nicht nur Tees angeboten. Das ist richtig. Es gab ja auch in der Harald Schmidt Show. Kauf dir doch ein O. Nur 2 Groschen. Ja, genau. Es gab in der Harald Schmidt Show damals ein. Gab es auch Tee. Da wurde manchmal reingerufen, Tee. Und dann kam so ein Mensch, der in einem Teebeutel steckte. In einem riesigen Teebeutel. Und lief da rum und ließ sich als Tee feiern. Und ein Fan von diesem Tee hatte auch mal ein Schild hochgehalten. Da stand drauf: Lass mich in deinen Beutel Tee. Aber das nur am Rande. Okay. Ich habe nun diverse davon probiert. Sie schmecken tatsächlich alle. Kannst du noch mal, kannst du es nochmal? Himalaya. Nach dem Essen, Abend, Lebensfreude, Frauentee, Frauenbalance, Frauenpower, Detox, Wohlfühltee, klarer Geist, Atemtee, Herzwärmer, Glückstee, Ruhe, grüne Harmonie, grüne Energie, grünen Morgen, Männertee. Und zum Beispiel Detox-Tee. Nehmen wir mal Detox. Das ist ja die Entgiftungsgeschichte. So, trinkst du Tee, geht es dir besser. Was ist da anderes drin als zum Beispiel in Lebensfreude-Tee? Ich denke, man kann das auch, also ich habe zumindest auch schon Kombinationen von diesem gesehen, zum Beispiel grüne Balance oder Frauenruhe. Ja. Also das, man kann das, glaube ich, ja, darf man kombinieren. Darf man als Mann zum Beispiel nicht Frauenpower-Tee trinken? Nein. Das stimuliert andere Seinszustände. Aber macht mich das dann weiblicher? Würde mich das weiblicher machen? Das ist oder vielleicht nicht die gewünschte Reaktion. Dann würde ich spontan für die Rechte der Frauen auf die Straße gehen, wenn ich einen Tee trinke. Das ist ja nicht so schlimm. Du darfst bloß keinen Morgentee abends trinken zum Beispiel. Ja, das ist natürlich auch vollkommen albern, erst einen Detox-Tee zu trinken und dann direkt danach eine Tasse Lebensfreude-Tee. Denn du hast ja gerade alles mit diesem Detox-Tee aus dem Magen gespült. Ah, ja. Wenn du es dann gleich wieder mit Lebensfreude vergiftest, dann ist es ja kontraproduktiv. Ah. Mhm. Oder das sollte man vermeiden. Oder man trinkt also erstmal Detox, um das Blatt weiß zu machen, um dann Lebensfreude drauf zu schreiben. Nee, wenn das weiß ist, dann muss man natürlich grünen Tee trinken. Ah, ja. Oder schwarzen Tee. Ja. Ich glaube, das macht in unserer heutigen Gesellschaft. Dann sieht man da nichts. Nun, warte mal. Ich versuche mal einen ernsthaften, einen wissenschaftlichen Ansatz. Ja? Versuche ich mal. Ja, mach das mal. In unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Ja. Leben wir davon, dass wir jeder sein eigenes Profil erstellen. Auf Facebook hier, da nächstes macht. Individuell unterscheidbar und interessant, wenn ich zum Beispiel Unverträglichkeiten habe, wenn ich zum Beispiel bestimmte Entspannungstechniken oder auch bestimmte Tees. Also dann sag mich, du auch? Oder interessant, hast du das schon mal versucht mit? Das macht einen unterscheidbar und interessant, glaube ich. Es geht gar nicht so sehr um die Inhalte. Exakt. Gleichzeitig fördert es aber das Zusammengehörigkeitsgefühl zu einer kleinen erlesenen Gruppe von ebenfalls vollkommen vergifteten Leuten, die teegläubig sind. Ja. Oder von Leuten, denen die Lebensfreude fehlt. Oder einfach die Farbe, weswegen sie grünen oder schwarzen Tee trinken müssen. Das ist, glaube ich, ähnlich dasselbe wie mit neulich habe ich gehört über Lebensmittelunverträglichkeiten, deren abgesehen von Zöliakie alle anderen nicht beweisbar sind, aber Menschen interessant machen. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man von vornherein ausschließt, zum Beispiel man sitzt beim Essen und alle würden alles essen. Erstmal, aber derjenige fällt auf, der sagt, könnte ich bitte vielleicht statt so und so vielleicht Sojaersatz, Hafercreme, haben Sie das? Dann, ohne Gluten. Werden der Rest an dem Tisch sagen, zwei werden vielleicht sagen, wie macht sich das mit der Merkur? Und schon ist man in einem... Ja, das stimmt. Macht einen interessant. Und Tee, ich denke, wenn du in so ein... Es gibt ja sicherlich Fachgeschäfte dafür, in denen man dann vielleicht auch Leute treffen könnte, von denen man sich Rat holen kann. Mhm. Also ich bin so nervös, angespannt, ich bin brutal geradezu. Also gibt es so... Heute bin ich sehr brutal. Zum Beispiel? Manchmal gehen wir in einen Laden und sagt, ich fühle mich heute so brutal. Ja. Und könnt ihr mir da was... Genau. Und dann kommt man so ins Gespräch. Ja. Also mir ist das aufgefallen irgendwann. Ich habe glutenhaltiges Brot gegessen und danach einen Doppelmarathon gelaufen. Und also da war ich erstaunlich müde. Und das habe ich mir natürlich gedacht, vielleicht lässt du einfach mal das Gluten aus dem Brot. Besser. Und stärkst dich vor diesem Doppelmarathon eben mit anderen Lebensmitteln. Glutenfreien Lebensmitteln. Und ja. Ich
denke mal, das werde ich dann jetzt ausprobieren und dann werde ich wahrscheinlich nicht so schlapp sein. Ja. Wirst du dein Brot löffeln müssen, weil ohne Kleber ist das ja auch reinlich keine Freude. Ne? Das stimmt. So ein Brot lebt ja davon, dass es irgendwie so einen inneren Zusammenhalt hat. Ja. Ich glaube, da hat man noch keinen Ersatz. Der innere Zusammenhalt, die Konsistenz des Brotes ist durchaus, ja, genau. Ja. Sonst driftet das ja in alle Richtungen. Ja, und wir driften auch ab vom Thema. Ja, wir haben auch in einem Nebensatz über Entspannungstechniken geredet. Neben Tee, also ich habe da eine ganz bestimmte Entspannungstechnik. Ich schlage gerne Fleisch. Also wenn ich koche mir so große Koteletts oder Schnitzel, ich hau da gerne rein. Ja. Das ist sehr entspannt. Ja. Kaufst du dir ab und an noch 60 Kilogramm? Nein, das nicht, aber ich haue so in große Schnitzel. Kann man was aus Formen? Ne? Oh ja. Genau. Zum Beispiel eine Teetasse. Genau. Und ich schlage dann gerne auch in Steaks, wenn sie keine Knochen haben. Ah ja, verstehe. Ja. Und T-Bone ist nicht so ganz der. Obwohl. Ist das anerkannt in der Szene? Also in der Entspannungsszene? Kann man darüber reden? Also oder triffst du andere, die sagen, das habe ich auch versucht? Oder? Ja, ist natürlich ein Nischenthema. Ne? So. Und viele sagen, meine Leidenschaft. Das ist ja nicht meine Leidenschaft. Ich baue nur Stress ab, indem ich Fleisch haue. Ist das so, dass in der Szene der Entspannungssuchenden oder ist es mit Fleisch ja auch gar nicht mal so populär? Ne? Also Fleisch spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Ja. Also man sagt, ich entspanne beim Fleisch essen oder schlagen oder so. Nein, das ist völlig verpönt. Das mögen die Leute sagen ja lieber offen, ich wedel mir einen von der Palme. Ja. Das ist richtig. Ja, im Gegensatz dazu. Spannung oft und regelmäßig, aber Fleisch schlagen. Im Gegensatz dazu gibt es aber, glaube ich, eine größere Schnittmenge zwischen den Fleischmögern und den Atheisten, also den bekennenden Nicht-Teetrinkern. Also ich glaube, das geht eher zusammen. Ja, wobei du kannst ja das Fleisch schlagen aus Verachtung, aber das ist dann keine Entspannung. Ja, stimmt. Das ist mitunter religiös bedingt auch. Also du kannst religiös bedingt Fleisch schlagen. Das ist aber eine andere Geschichte. Das ist etwas, sehr archaisch, das liegt uns so im Blut, ne? Also dass wir eigentlich von früher her so diese rituelle Handlung des Fleischschlagens. Ja. Da gab es Fleischschläger, die konnte man kaufen. Da gingen auch Händler von Haus zu Haus. Die verkauften diese geflochtenen und man hängte das Fleisch in den Hinterhöfen über eine Stange. Das stimmt. Und dann klopfte man es. Man schlug es. Das ist ja noch vergleichsweise neuere Geschichte des Fleischschlagens. Das geht ja viel weiter zurück. Also die Wurzeln finden sich, die sind ja evolutionär tief verwurzelt. Du kannst also die ersten Lungenfische, als sie an Land kamen, haben ja schon Fleisch geschlagen. Das stimmt. Bevor sie selbst geschlagen haben. Bevor sie Wurzeln schlugen. Wobei das von der Palme wedeln ja relativ neu ist. Aber wie groß ist die Querschnittsmenge zwischen fleischschlagenden Palmwedlern und man weiß es nicht. Und welchen Tee trinken sie? Das ist ja noch die Frage. Aber Tee finde ich sowieso, also wenn ich Personen treffe, die schon morgens anfangen, sich Tee zu bestellen, dann werde ich schon weich. Also was ich besonders obskur finde. Teetrinker sind so wie Müsli-Esser zum Frühstück. Ja, also bei eingefleischten Teetrinkern ist, dass sie ja offenbar der Meinung sind, dass Teekannen und überhaupt Geschirr zum Verzehr zur Zubereitung zum Verzehr des Tees niemals abgewaschen werden darf. Das habe ich jedenfalls nicht mit Spüli. Das ist natürlich chemisch gesehen vollkommener Schwachsinn, aber sie mögen das gerne. Nein, das haben wir tatsächlich mal gemacht, und zwar im damaligen Lehrer von uns, so, dann haben wir gesagt, lass mal Kaffee kochen, dann nehmen wir mal die Kanne von Uli, hieß der. Dann war da plötzlich Kaffee drin, der ist voll ausgegangen. Was in meiner Teekanne? Warum nicht so, ne? Aber tatsächlich ist ja so, wenn da erstmal Tee regelrecht eingebrannt ist in die Kanne, dann kriegst du das schnell wieder raus. Und, nein, gar nicht. Insofern ist ein nicht ja wenn es damit reagiert hat quasi mit der Oberfläche, deswegen, dann ist das nicht ohne Grund dann für immer und ewig eine Teekanne. Aber warum ist der Widerspruch so groß zwischen Kaffee und Teetrinkern? Dass die gerade, also Kaffeetrinker beschweren sich in der Regel weniger, wenn jemand Tee in ihre Tanne ist, aber andersrum führt das zu Entsetzen. Und warum muss es sich gegenseitig ausschließen? Also ich trinke zum Beispiel auch gerne beides, sowohl Kaffee als auch Tee. Zusammen? Nein, natürlich zusammen. Nacheinander oder zu unterschiedlichen Tagen. Gemischt. Kee. Ein Kee mit Milch. Genau.
Das ist ein Ding. Man beschränkt sich ja durchaus. Ja, das ist jetzt ja ein ganz salomonischer, fauler Kompromiss, den du da versuchst. Ne? Ich rede ja von diesen Homburg-Tees. Männertee zum Beispiel. Ich habe dann gegoogelt, was ist Männertee? Ist ja ein sehr kräftiger, ein sehr dunkler, ein sehr winterlicher Tee. Während ein Frauenpower so eher so kräuterig, frisch sportlich. Ist. Sportlich? Nein, das ist gar nicht. Nein? Ist im Männertee sowas wie geriebenes Rhinoceroshorn? Viel Bier. Ich dachte, libido-stärkende Substanzen. Nein, das sind geriebene Affen. Hoden. Mit. Der ganze Affe. Wenn die Hoden dann mit. Mit. Da sind Affen drin. Affen? Mit. Affen. Scheiß Affen. Zeige mich erstaunt. Werter Herr Kollege. Du bist ja sehr beherrscht heute. Ja. Aber das ist ja ganz erstaunlich. Also, ja, sehe ich auch. Diese Tee-Industrie. Weiß das die Peter eigentlich? Dass in dem Männertee geriebene Affe ist. Peter weiß das. Peter weiß alles. Die Industrie, ja. Das ist eine ganz mächtige Nummer. Und kommen Sie nicht hin an? Das ist ja wie in der, ich glaube, im ganzen Feld der Selbstmedikation, für die Trillionen ausgegeben werden von Mitteln, denen wir glauben, dass sie uns entspannen, entschlacken, mehr Energie bringen, mehr das Käse, was ist bessere Haut. Was ist denn so ein Schlacke? Hast du jemals mal menschliche Schlacke? Hochofen, ne? Ja, das ist Schlacke. Hochofen, ne? Schlacke. Aber menschliche Schlacke hast du nie gesehen. Also ich finde es auch seltsam, denn Schlacke ist doch eigentlich das, womit man Tennisplätze bedeckt. Eben. Oder das findet sich aber nicht in meinem Magen. Wir dachten wir auch schon mal, da, dass du dann nach Hause gekommen bist und deine Mutter schreit, wo warst du denn? Genau, Schlacke. Und alles so aufgerieben und deshalb Platz hast du im Krieger. Das ist Schlacke. Aber das nur am Rande, wir kommen zum nächsten Lied. Das ist das Wunschlied von Andreas. Oh ja, das ist ein Stück von mir, von Eddie Gomez, Bologna d'Inverno. Meine lieben und Damen, das war Eddie Gomez mit Bologna d'Inverno. Mein nächstes Thema ist, ich nenne es oder frage heraus, Brutalität erleben, Rohheit auf der Straße. Man sagt ja immer, die Menschheit verroht immer mehr, es wird immer mehr geprügelt, es wird immer mehr gepöbelt, geschimpft, auch geschüttelt. Und man sagt, darf es ja keinen mehr angucken und geht sofort fressen. Und das ist das Thema. Wenn du Brutalität erleben willst, in welchem Stadtteil Bremens muss man dann gehen? Zum Beispiel in die Humboldtstraße. Dort stand ich vor vielen Jahren mal und wartete auf jemanden. Und da sah ich, wie eine Limousine mit abgedunkelten Scheiben in einer Seitenstraße auf der anderen Seite anhielt. Und es stiegen ein paar Leute aus und die stürzten sich auf einen Typen, der da vorbeiging. Und die mischten ein wenig auf. Einfach so. Das war auch. Ich konnte es sehen, es war nah genug dran, um es zu sehen, aber noch weit genug weg, um Details auszumachen. Ich weiß es bis heute nicht. Das ist bestimmt 25 Jahre her. Dann muss man heute hingehen. Ich war raus, das ist gute Pflaster, um Rohheit zu erleben. Das ist ein ganz heftiges Gebiet, ja. Muss man aufpassen. Das ist so wie, das ist ja quasi das Johannesburg oder Bogotá von Bremen. Das ist bekannt dafür. Horn regiert das Messer. Und Horn regiert, da habe ich lange gewohnt. Also ja. Nicht, aber ein bisschen. Also mit ohne kugelsichere Weste und Bewaffnung ging da gar nichts. Aber ich war eigentlich auch fast nie draußen, wenn ich getraut habe. Bronze Barfeld. Ja, genau. Was macht die denn nun hier? Nein, wie ist das? Ist es schlimmer geworden? Ist es besser geworden? Wird das immer übertrieben? Was meinst du, Martin? Martin. Ja, das ist... Oh Gott. Martin. Mein Gott. Sind wir auf Sendung? Wir sind auf Sendung. Gute Nacht. Sag.
Martin, du bist gemeint. Mann, schlaf doch mal. Das ist mal die ganze Zeit. Ja, das ist ja. Das ist der Zeit. Das macht der Tee. Ruhe-Tee. Das war ein Spaß. Ja. Ich glaube, es gibt beides. Die eine ist die Wahrnehmung, das andere ist möglicherweise ist die steuerliche Nichtauslastung der griechischen Bevölkerung natürlich von daher gesehen ein Problem, weil sie aus eigener Finanzkraft das überhaupt nicht erreichen werden, diesen Pakt. Und deswegen bin ich auch wirklich dafür, dass wir keine weiteren Überbrückungskredite geben, die nicht jetzt abgesichert sind durch neue Garantien seitens der EZB oder des Internationalen Währungsfonds. Und darüber sind wir uns im Übrigen auch mit allen hier in diesem Rat einig. Ich glaube, du musst dich nochmal schlagen. Kann man sagen, dass die Erinnerung vieles verbessert, indem man sagt, damals war vieles besser. Ich kann mich zum Beispiel in meiner Schulzeit erinnern, dass es auf dem Schulhof tatsächlich fast jeden Tag Prügeleien gab. Oh ja. Und da stimmt ja irgendwie, früher war alles besser und wenn jemand auf dem Boden lag oder nicht mehr zugeschlagen, das stimmt nicht. So, was würdest du dazu sagen? Ja, Karl Valentin hat ja auch schon gesagt, in der Vergangenheit war die Zukunft auch immer besser. Ich denke auch so. Also heute beklagt man sich über die Rohheit an Schulen und wir sind jeden Tag wirklich verhauen worden. Also, man lief immer Gefahr. Und es gab Gewalt und es gab unerträgliche Dinge auch während des Schulwegs und auch darüber hinaus. Und das ist alles nicht neu. Und ob jetzt auf der Straße die Einstiegsschwelle in Gewalt, wenn man jemanden auf etwas hinweist, möglicherweise niedriger ist durch Medien, durch Aggression, durch irgendwas, weiß nicht, ob man das so erheben kann. Gefühlt würden das sicherlich viele sagen. Ich weiß es nicht. Es ist dann eben so ein diffuses Gefühl, weißt du? Das ist so, man traut sich ja auch nicht mehr irgendwo hinzugehen und zu sagen irgendwas, weil alle sagen, da kriegst du ja gleich ein Messer und so. Ja. Hast du mehr Angst, Andreas? Ich habe insgesamt weniger Angst, weil ich mich daran gewöhnt habe. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es mehr geworden ist. Nein, an den Zustand. Und die Angst ist dementsprechend geschwunden. Aber es war ja wirklich so. Früher wurde in der Schule immer geprügelt. Ja. Vor allen Dingen. Ich hatte auch Angst. Ich war ja auf einer ganz besonders krassen Schule, muss man da sagen. Ja, auch, wo Leute rausgeflogen sind. Ja, die keinen besonders guten Ruf hatte. Ja, genau. Und es gab halt permanent auf die Fresse. Ja, wir hatten alles. Wir hatten Drogen, Waffen, wir hatten Schüler, die Lehrer nach dem Unterricht aufgelauert haben. All das ist nicht neu. Also, das ist, genau. Und wir hatten Angst. Also ich hatte Angst, auch schon zu Grundschulzeiten. Und es hat auch manchmal nicht mit der Schule zu tun, mit dem Umfeld der Schule, also dass einen Leute aufgelauert haben auf dem Schulweg und so. Ich weiß, dass da Dinge auch damals auch schon fast uns nicht mehr getraut haben, irgendwie aber ich find, was zu sagen, auch nicht, weil wir gedacht haben, sie werden sich rächen. Dass wir jetzt groß sind, also ich bin jetzt groß. Du bist groß? Ich bin groß. Und ich weiß daher, dass ich es jetzt wahrscheinlich, ich lasse es nicht drauf ankommen, wenn es sich so vermeiden lässt, aber ich weiß, dass ich es jetzt mit einem umgezogenen Schüler aufnehmen könnte. Damals hätte er mich eingeschüchtert. Jetzt würde ich sagen, so, hörst du, so nicht. Ja? Bist du wirklich der Meinung, dass du es mit einem 16-jährigen Schüler, der eine gewisse Grundwut, dem eine gewisse Grundwut innewohnt und der verroht in seiner Freizeit zum McFit geht, dass du es mit dem aufnehmen kannst? Selbstverständlich. Ja, natürlich. Wie gesagt, dem würde ich sagen, Börsche. So nicht. Also der würde sagen, oh ja, stimmt. So mein lieber Freund. Der würde sagen, hast recht. Pass mal her, mein Junge. Komm mal her. Muss ich dir mal die Leviten lesen? Zeig mal deinen Hosenboden, den ziehe ich dir jetzt stramm. So. So, Ratzlöffel, der wird sich das hier gar nicht gefallen. Stimmt. Der würde, ja, stimmt. Nein, da gibt es ja deutlich auch Grenzen zwischen, wenn man Erwachsene vor sich hat. Ne? Also dann ist da schon auch Respekt da. Dann hören wir auf. Dann passiert einem natürlich nichts. Ja, klar. Das macht gefeit, Vogel. Ich sehe das schon. Erwachsene sind ja nicht gewalttätig. Dass Kinder eine ganze Menge mitbekommen so an und glauben, dass das ja auch wahr ist, was sie da alles so sehen im Fernsehen
auf YouTube und was ist. Darf man das sagen? Ja, das darf man sagen. Also auf diesen Kanälen, und dass sie das für bare Münze halten und dass das natürlich auch Vorbildcharakter hat und sie beeinflussen. Nur ich glaube nicht im Umkehrschluss, dass deswegen alle irgendwie rausgehen und irgendwie von Grund auf diese Grenze nicht, oder dass die das nicht mehr, den Unterschied zwischen der Wirklichkeit und Dings, ich glaube das nicht so richtig. Also manchmal will man uns das so erklären, für manche mag es schwierig sein, aber ich glaube schon, dass es immer noch für viele einen Unterschied zwischen der Realität und dem gibt, was sie da sehen. Ich meine, man kann sich viel gebärden und auch viel Scheiße erzählen, aber es ist, also Angst habe ich nicht, aber ich befinde mich auch gar nicht in so vielen Situationen, wo jetzt also mir ist nichts passiert. Also du meidest halt gegen Horn oder Oberneuland. Ja, wir wohnen ja jetzt inzwischen auch in einer sehr schmucken Siedlung. Stört mich auch nicht, dass sie eingezäunt ist und dass wir unseren eigenen Sicherheitsdienst bezahlen, aber wir haben, ist ja auch ruhig da. Ja. Fakt ist aber, dass Waldkriminalität insgesamt zurückgeht, aber wenn, dann explodiert das für, ist es ja sehr exzessiv, sagt man es. Wenn ich aber zum Beispiel am Wochenende mir die Disco-Meile angucke, dann kann ich das nicht. Da fliegen schnell die Fäuste oder die Flaschen oder andere Sachen. Auf jeden Fall ist da immer viel was los, und bei McDonald's ist eigentlich jedes Wochenende Krankenwagen und oder Polizei. Ja. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es klar sich jeder noch an, dass es schon populär sei, auch solche Gewaltexzesse zu inszenieren, nur um sie quasi medial abzudecken, sie mit dem Handy aufzunehmen. Ja, das ist Happy Slapping. Genau, so. Und das gab es natürlich zu unserer Zeit nicht. Wir mussten einfach so drauf los. Ich glaube, da ist die Verbindung, glaube ich, deutlicher. Also weniger in dem Zusammenhang, dass für viele das als Vorbild des Nachahmens, sondern dass du eben damit auch immer eine Art Öffentlichkeit schaffst und das im Grunde genommen ja auch jeder mitkriegt. Also das ist verlockend. Und wir natürlich davon beeinflusst sind, von diesen Bildern wie in den U-Bahnen und so, dass wir auch denken, das läuft immer alles so ab. Und diejenigen, die das machen, natürlich auch sich damit brüsten oder sagen können, hey, das ist Wahnsinn, das kann man nachher auch sich sogar angucken. Das ist schon, glaube ich, neu. Ja, das ist eine andere Qualität. Aber im Grunde irgendjemand, einer von euch sagte vorhin, warf den Begriff archaisch ein, wenn ich mich recht erinnere. Und dann war es vielleicht irgendwie ein Vögelchen vom Dach. Ich weiß nicht. Zuschauer. Es ist ja quasi auch bedingt auch in der Spezies liegt es ja begründet sozusagen. Wir revieren unser Markieren, nein, wir markieren unser Revier traditionell mit Schlägen ins Gesicht. Wir prügeln einfach. Und sagen dadurch, machen wir dieses Statement, das ist unseres. Andere Spezies regeln das anders. Die schiffen an den Baum. Aber es ist, glaube ich, kein Unterschied. Also ich erinnere mich eben auch an Begebenheiten zu eigener, als ich kleiner war, gab es mal, also auch kleinwüchsiger und ohne böse Absicht, dann auch zu fortgeschrittener Uhrzeit unterwegs, und wir waren meistens ohne böse Absicht. Und mit schierer Lust an Gewalt konfrontiert, also Leuten, die einfach auch, denen man dann noch die Frage stellt, aber warum? Das haben wir gar nicht gedacht. Dass die Frage einfach, dass es anderen Spaß machen könnte, Gewalt an anderen auszuleben, ohne dass es dafür einen Grund gibt, ohne dass man jetzt, einfach nur, dass man gerade da war zum falschen Zeitpunkt. Das ist etwas, was es gab, was man erlebt hat, ob das jetzt mehr geworden ist oder nicht, dem kann ich echt keinen. Weil damals die bösen Jungs, die haben keine Öffentlichkeit gesucht, die haben das auch nicht gefilmt, die wollten das auch nicht, die wollten einfach, die hatten einfach nur Spaß dran, jemanden zu sammeln. Einen Multiplikationsfaktor gab es nicht, das stimmt. Und es gab auch keine Nachahmer. Der dritten Halbzeit. Ja, so heißt es meines Wissens. Ja, das war damals deren dritte Halbzeit. Hooligans-Treffen. Ja, nur dass der andere, den Gegenpart, nicht freiwillig dabei war. Sagen wir es mal. Ja, bei denen ist es natürlich so, die wollen das ja alle. Die haben da einfach Bock drauf. Ja, das ist richtig. Aber das stimmt schon, dass es fehlt, dieser Faktor tatsächlich der Öffentlichkeit herstellen. Und das ist ja im Grunde genommen nichts anderes wie bei anderen Phänomenen. Terroristischer Art zum Beispiel, gäbe es die Öffentlichkeit nicht, gäbe es niemanden, der davon Notiz nimmt, gäbe es keinen, der es anschaut, das verabscheuenswürdige oder darüber berichtet, dann wäre es futsch verraucht. Wen würde interessieren, ob in
keine Ahnung wo, im nahmittelfernen sonst wo, sagen jemand runter raus, Osten. Nee, aber auch in Frankreich war ja schon ein paar Wochen, war es ja so, dass jemand in Fabrik oder so umgebracht hat und den Kopf auf den Zaun gespießt hat. Es war eine Meldung wert, dass die Medien nicht die Leiche gezeigt haben. Das war eine Meldung wert. Und das muss man sich mal reinziehen. Und natürlich. Das ist natürlich, ich finde, das fand ich sehr roh. So. Ja. Früher hatte man das öfter. Also da wurden ja gerne mal Köpfe auf Stöcke gespießt und zur Schau gestellt. Ja, das zeigt eigentlich natürlich auch den Mechanismus, der dahinter steckt, wenn ich vorher weiß, wenn ich so etwas, welchen Effekt ich erzielen kann mit so etwas. Gut, mag sein, dass das das ist doch ein Statement. Ein Statement für die Ewigkeit nicht, aber für die nächsten Minuten. Das Ja? Ja. Und Martin bekennt sich zur Gewalt. Das war das eindeutige Ja. Und ich bekenne mich zu meinem Wunschlied. Das ist nämlich von Crowded House. Into Temptation. Ich mag Crowded House. Und jetzt hören wir das Lied. Into Temptation. Das war das Wunschlied von mir, Crowded House, Into Temptation. Das letzte Thema wird zwar etwas knapp ausfallen, aber das macht nichts. Es geht nämlich um Legendenbildung. Unser langer Weg zum Radio. Und in diesem Sinne wollte ich einfach euch mal fragen, das war ja ein steiniger Weg, bis ihr endlich hier seid auf dem Zenit eures Erfolges. Und wie seid ihr da hingekommen? Ich meine, Talent fällt nicht vom Himmel. Das müssen sich die allermeisten hart erarbeiten, jedenfalls zwei Drittel von uns. Und das fällt ja nun nicht unbedingt in den Schoß. Und wie seid ihr dazu gekommen? Zum Radio? Bist du dazu gekommen? Also bei mir war es ja so, dass du mich gezwungen hast. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Ich wollte nicht Opfer deiner schonungslosen Brutalität werden. Ja. Und habe mich dem einfach gebeugt. Mhm. Und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Auch abgefunden. Auch damit abgefunden, ja. Das hat keinen Zweck. Nun lässt sich ja trotz allem beobachten, dass du nicht völlig talentfrei bist. So. Ja, das nehme ich mal als Kompliment. Und da blitzt ja ab und zu was auf, was man vielleicht sogar als Können bezeichnen könnte. Das sind die Peitschenhiebe. Also da bist du auch nicht ganz beteiligt. Also, ich prügel dich also zu Höchstleistung. Ja. Darf man das sagen oder wird das geschnitten? Nein. Ja, Moment, ich mache den Schnitt. Ja, stimmt. Er ist ja aber auch das ewige Talent geblieben. Konnte die Erwartung letzten Endes... Das ist ja so ein bisschen das Problem. Er ist das ewige Talent geblieben. Er lässt es aufblitzen, es steckt viel in ihm. Ja, das aber meiste bleibt halt, drin. Aber ist die Entwicklung nicht Schulden. Genommen, die nächste Stufe. Nein, also er kommt ja von Sendung zu Sendung, hätte er mehr zeigen liefern. Müssen. Auch liefern auch. Ja, also wir haben schon da... viel Erwartung reingesteckt, aber wie ist es mit dir, Martin? Ich habe zwei Semester Radiologie studiert. Abgebrochen, aber das ist ja heute auch nicht keine Schande. Das ist ja fast ein Qualitätsmerkmal. Und dann war ich, ich habe auch in der Radiologie als Assistenzhörer ein Praktikum gemacht. Mhm. Ich habe auch mal den Hörer vertreten. Und da habe ich einen Eindruck bekommen, also wie das so auf das Publikum wirkt. Es ist ganz wichtig, dass man auch mal die Seiten wechselt, bevor man Radio macht. Das wollte ich nochmal so sagen. Dass man auch mal hört, ne? Dass man hört, auch auf. Genau. Und aber das kannst du auch ganz gut. Ja. Ne? So, Radio hören, das kannst du eigentlich ganz gut. Ja? Und Daniel hat dann auch. Ja, dann haben wir halt Radio gekocht. Ich weiß auch, wie das so war. Ne? Ah, ja. Damals in der Wirtschaft. Da saßen sie so im Eck und da haben sie Radio gemacht und da habe ich dem Matthias gesagt, ja, das müssten wir eigentlich mal senden. Ja, das war ganz, das war schon eine schöne Zeit. Ja. Und der Grüne ist auch über das. Und das ist der Rest ist Geschichte. Ja, ich kann auch mit rechts wie mit links und das ist ja kein Problem und ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Ja. Weil mich fragen ganz viele, Matthias, wie bist du denn zum Radio gekommen und
Ist ja immer wieder interessant. Und dann dachte ich, dass die Hörerschaft möchte das vielleicht auch hören, wie wir zum Radio gekommen sind. Bei mir war es ja so, dass tatsächlich eines Morgens mir Gott beim Rasieren erschienen ist und sagte, geh hin und mache Radio. Und dann habe ich das gemacht. Ja, und die ging so also ähnlich wie Dandy Sarcano. Ja. Ja. Das Interessante war, du hast dann ja Leute, du hast dann ja andere gesammelt und man wird ja auch nicht jünger. Ja. Und jünger auch nicht so. Also ich meine Anhänger und deswegen war es auch eine bewusste Entscheidung, dem zu folgen, dem, auch für uns. Letztendlich war es ja so, dass dieser Auftrag von ganz oben kam. Ja, von Herrn Egelfeld. Ich stell vor, ich hätte gesagt, nein, das mache ich nicht. Das ist natürlich Gott. Wir haben es ja nicht mit irgendwem zu tun. Es wäre so ähnlich wie mit dem, es war ja kein, man darf sich das nicht so vorstellen, dass es ein brennender Dornbusch war oder so, sondern, aber es war die Stimme von ihm. Ja. Und es war ein klarer Auftrag, auch uns zu führen. Dem kann man sich nicht entsagen, nein. Talent hin oder her. It muss. Ja. Wenn Herr Egelfeld ruft, dann hat man diesem Ruf gefälligst Folge zu leisten. Nee, das war nicht ohne der Wenn Herr, und Aber. War ja der Herr. Ja, der Herr Egelfeld, dachte ich. Nee, das war nicht der Herr. Nee, das ist einfach nur der Herr. Es wäre blasphemisch, ihm einen Namen geben zu können, zu dürfen, zu wollen. Das geht nicht. Das geht nicht? Doch, Egelfeld. Nein, du darfst den Herrn nicht Egelfeld nennen. Natürlich, warum denn nicht? Nein! Warum denn nicht? Sehr blasphemisch. Das darfst du nicht. Und? Nein, schwöre ab. Ich schwöre nicht ab. Doch. Also ich schwöre nicht ab. Nein, das geht nicht. Auf jeden Fall, sagt er, geh hin, mach Radio. Und, ja, das haben wir gemacht. Und seit mittlerweile jetzt 43 Sendungen schon. Bisher habe ich mich erstens noch nicht wieder rasiert. Und zweitens ist mir Gott auch nicht wieder erschienen bisher. Aber immerhin ging es ja während dieser Zeit mit unserer aller Karriere steil bergauf. Ja, das sowieso, ja. Aber ich frage mich, was der Herr letzten Endes mit uns vorhatte. Ich meine, er hat sich ja seit 43 Sendungen nicht mehr gemeldet. Nee, hat er nicht. Er weiß nicht genau, ob es hört, ob es ihm gefällt. Aber er hat sich zum Beispiel, als Moses durch die Wüste irrte, mit seinem Volk, den Israeliten, 40 Jahre lang, hat sich Gott ja auch nicht gemeldet. 40 Jahre, 40 Sendungen, ist da ein Zusammenhang? Nein, das ist konstruiert. Also sollten wir mit unserer Hörerschaft noch eine Weile unterwegs sein, ohne das Wort nochmal zu vernehmen? Ja, weiter schon. Bisweilen, wir sitzen ja hier, wir können ja es einfach mal versuchen, den Ballgraben zu teilen. So, und auf das wir hindurch spazieren. Kommt er denn wieder? Gibt es eine Prophezeiung, dass der Ballgraben irgendwann. Nein, der. Es gibt keine Prophezeiung. Gibt es eine Prophezeiung des gelobten. Radiolands? Nein, auch nicht, überhaupt nicht. Nein. Er sagte nur, gehe hin und mache Radio und ich tat es. Vielleicht war es auch mein Nachbar, der durchs Abflussrohr einen Stockwerk tiefer sprach. Dann habe ich aber gut die Nase auf. Das ist wahr. Einen Kaffee hätte ich gerne noch. Ja. Nehmen wir auch noch einen. Das kann mich nicht sagen. Und ich denke. War es so ähnlich? War es so eine Stimme? Nein, war keine Stimme. Dann wüsste ich ja, das war eine reizende Servierdame, die mir einen Kaffee geben wollte. Die möglicherweise Frau Egelfeld heißt. Wir haben sie noch nicht gefragt. Das ist in der Tat richtig, aber zu dieser Frau sagt, nein, ich möchte keinen Kaffee. Wäre es Gott gewesen, hätte ich jetzt einen Kaffee. Weil zu Gott sagt man nicht nein. Die Frau hätte ja auch nicht, wäre schlecht bei dir im Badezimmer beim Rasieren. Doch, Frau hätte auch sein können. Ne? So. Dann würde ich mich ja schneiden, wenn ich nervös werden würde. Nervös? Weil du was werden würdest? Ich wäre nervös. Ja. Das war eine freudsche Fehlleistung. Wie ich in der Tat würde nervös werden. Das ist die. Liebling, geh aus dem Bad, ich bin in der Mühle. Das ist der Beweis der gesamten Psychoanalyse in einem Wort. Ja. Ist das freudsche Denkwerk, funktioniert genauso, liebe Hörer. Das ist der Beweis. Die Nervosität, meine Herren, steigt. Und auch die Damen, weil wir ans Ende der Sendung kommen. Na! Haben wir denn die Legenden alle aufgelöst oder lassen wir vieles im Bereich der Mythen und des Dunklen? Ja, das Zweite. Ich glaube, viel ist noch offen geblieben. Das ist auch gut so. Ja. Ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von meinen Hörerschaften aus Bulgarien, Rumänien und den Balkanstaaten.
Ich gehe dann mal abschwören. Ja. Ich verabschiebe mich auch Richtung Mazedonien. Mhm. Mit freundlichen Grüßen und bis zum nächsten Mal. Ja. Bleiben Sie, werden Sie nicht nervös. Und bleiben Sie uns gewogen. Ja. Tschüss. Tschüss. Das Allerschönste auf dem Welt. Sex, Geld und Radio Egelfeld. Radio Egelfeld. Radio Weser TV auf UKW 92,5 oder im Internet www.radioweser.tv.